9 Uhr am Strand von Ipanema. Das Traumziel vieler Urlauber ist an diesem Morgen Arbeitsplatz für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Deutschlands bestes Beachvolleyballteam startet mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Was dann im Endeffekt bei rumkommt bei den großen Olympischen Spielen, sehen wir dann. Es spielt auch immer eine ganz, ganz große Rolle der Kopf, wie man drauf ist. Das ein oder andere Glück kommt auch noch dazu. Und die Hauptsache ist, dass wir es, glaube ich, genießen und füreinander da sind, alle miteinander. Wichtig ist, dass wir das Kommunizieren, uns untereinander helfen. Wir wissen mittlerweile, wie wir dem Partner dann helfen können, wenn er in Drucksituation ist. Vielleicht selber noch einen Tipp geben, was man von außen wahrnimmt, was man vielleicht verändern kann. Ansonsten versuchen wir uns in die jeweilige Bewegung reinzudenken, was wir daran verändern müssen, damit es dann wieder funktioniert. Heute steht nur eine Trainingseinheit auf dem Plan. Kira und Laura nutzen die Möglichkeit, den Olympiapark zu besuchen. Noch ist das Gelände, auf dem die Sportstätten gebaut werden, offiziell gesperrt. Während der Spiele werden hier mehr als 10.000 Athleten aus über 200 Nationen erwartet. Die mehrstündige Eröffnungsfeier im Maracanã-Stadion wollen Laura und Kira miterleben, sofern es ihr Spielplan zeitlich zulässt. Schon ein besonderes Gänsehautgefühl. Im Großen und Ganzen ist es dann allerdings auch sehr anstrengend. Also man muss sich wirklich überlegen, ob man das dann mitmacht oder nicht. Und ich habe es zum Glück dann jetzt zweimal erlebt und kann das jedem empfehlen. Allerdings ist es halt auch wirklich 4 Stunden oder so rumstehen bzw. rumsitzen. Und da muss man sich das schon ein bisschen abwägen, wie viel einem das dann doch wert ist. Seit 2013 sind die beiden ein Team. Die deutsche Meisterschaft im gleichen Jahr, mehrere Grand-Slam-Siege und 2015 Europameisterinnen. Sie gehören zu den Favoriten beim Kampf um die Medaillen. Nach Peking und London sind es für Laura die dritten Spiele. Kira startet zum ersten Mal bei einem olympischen Turnier. Als wir hier gerade reingefahren sind und so die ersten Stadien gesehen haben, das olympische Dorf gesehen haben, wo es ungefähr ist, bekommt das Ganze, die ganze Vision, so eine Vorstellungskraft. Man kann sich die ersten Eindrücke sammeln und ein paar Mücken sind da. ja, ist auf jeden Fall vor Freude schon gewaltig groß jetzt. Allerdings, umso näher man kommt, wird man, glaube ich, nervöser. Also es ist wirklich so, dass jedes Mal die Olympischen Spiele immer wieder was anderes waren. Also man kann sich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten. Es ist immer wie eine heftige Reizüberflutung, aber das macht es ja auch irgendwo aus. Das olympische Dorf. Hier leben die Sportler während der Spiele. Zu zweit in einem Zimmer. Und die Fahrt an die Copacabana zur Beachvolleyball-Arena dauert bis zu 2 Stunden. Also du willst auch alles mitkriegen, du willst alles aufsaugen, du hast super viele Athleten. Du sitzt dann in der Mensa, hast die ganzen Sportler um dich herum, du bist die ganze Zeit am Erraten, was für eine Sportart die machen. Hast natürlich auch die ganze Zeit die Kommunikation und willst alles mitkriegen. Also richtig zur Ruhe kommt man halt nicht. Wir haben einmal das olympische Dorf hier und wir haben uns ein Apartment gemietet an der Copacabana, wo wir nächtigen werden bzw. auch die Möglichkeit haben, dort zu schlafen, gerade wenn wir am nächsten Tag dann spielen. Damit wir die lange Fahrerei nicht immer vor den Spielen haben, können wir sowohl im Dorf schlafen als auch direkt am Strand. Dort haben Laura und Kira eigentlich einen Fototermin. An der Copacabana, wo die Beachvolleyball-Arena stehen wird, scheint normalerweise die Sonne. So bleibt noch Zeit für ein paar Grüße nach Hause. Gerade auch bei meiner Mama zum Beispiel, war noch nie außerhalb Europa, aber Brasilien liebt sie. Und wenn ich ihr dann hier schon mal ein Bild von der Copacabana zeige, dann ist sie schon sehr, da kommen mir die Tränen. So. Und das ist ja schon mal cool, dass man so seinen Mitmenschen, die man zu Hause leider lassen muss, dann auch mal ein bisschen das Gefühl geben kann, was wir so erleben. Und dann sind natürlich auch die Fans da, die auch mitkriegen wollen, wie es uns geht. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb. Und so über soziale Netzwerke kann man das ganz gut veröffentlichen. Die Christusstatue auf dem Corcovado ist das Wahrzeichen Rios. Einer der wenigen Ausflüge während des Trainingslagers. Denn neben Training, Physiotherapie und Regeneration fehlen Kraft und Zeit für solche Touren. Ja, das ist irgendwie Rio. Das ist da, wo wir jetzt die letzten 4 Jahre für gearbeitet haben, um hier hinzukommen. Und
Jetzt das Ganze von hier oben zu sehen, ist einfach ein schönes Gefühl. Treffen mit deutschen Fans. So erkannt zu werden, ist auch für die beiden Beachvolleyball-Profis ein besonderer Moment. Laura und Kira verbringen die meiste Zeit des Jahres im Ausland. Es ist natürlich schon schön, viel rumzureisen und viel zu sehen. Nur ist es tatsächlich so, dass wenn wir reisen, gerade zu Turnieren, selten die Zeit haben, uns noch irgendwas anzugucken. Pritschen 710 Meter über der Copacabana. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, die Copacabana ist so bewegt. Aber es ist schon gigantisch von hier oben. Also es ist schon natürlich ist noch weit in der Ferne und ist immer noch so ein bisschen benebelt, so wie es gerade auch hier ist. Aber ja, doch kommt ganz schnell. Noch ist an der Copacabana nichts zu sehen von Olympia. Doch Laura und Kira, 2015 drittbestes Beachvolleyball-Team der Welt, haben für das Olympische Turnier, welches am 6. August beginnt und bis zum 18. August dauert, ein festes Ziel.